endlich das neue Animal Crossing vorstellt. Ich will ein neues Animal Crossing haben. Wenn die mir das nicht geben, renne ich nackt auf die E3 Spielemesse Bühne und vor meinen Genitalien hängt ein Animal Crossing Blatt und ich werde da randalieren. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mario Kart 18 mit mir, Thomas und Playgeddon. Mir ist gerade aufgefallen, wie schön die goldenen Reifen hier doch leuchten. Von der Qualität her, das Spiel ist einfach nur hammergeil. Auf jeden Fall, ich habe mir jetzt was Neues überlegt und zwar werden wir jetzt in jeder Mario Kart Folge irgendwie, falls das in den Kommentaren vorgeschlagen hat, über bestimmte Themen reden. Ich habe das beim lieben Hübi gesehen. Und das würde ich auch sehr gerne machen. Ich hatte sowieso vor, dass mal länger irgendwann, also vor langer Zeit, dafür so gedacht, dass wir es irgendwann mal machen könnten. Und jetzt ist es soweit. Schreibt mir irgendein Thema in die Kommentare und ich werde darüber ein bisschen talken. Meine Meinung zu dem sagen, kommt je drauf an, was es ist. Also es kann alles... Oh, komm schon! Es kann alles sein. Und das heutige Thema wird sein, für alle Spielefans ist ja morgen ein sehr großes Ereignis. Und zwar die E3 findet statt. Eine Spielemesse, falls es einige unter euch, die wissen, was es ist. Es ist eine große Spielemesse, wo Spiele... wo Spiele vorgestellt werden, die in den nächsten Monaten kommen. Und ich freue mich wirklich sehr darauf. Ich hoffe auch, dass Nintendo endlich das neue Animal Crossing vorstellt. Ich will ein neues Animal Crossing haben. Wenn die mir das nicht geben, renne ich nackt auf die E3 Spielemesse Bühne. Und vor meinen Genitalien hängt ein Animal Crossing Blatt und ich werde da randalieren. Das mache ich, wenn die Animal Crossing die vorstellen. Also dann sehen die mal, mit wem die sich angelegt haben. Mit dem Player Gather. Okay, so extrem werde ich es nicht machen. Aber in meiner Vorstellung werde ich es machen. So, Neunter, wenn wir jetzt... Neunter, das ist überhaupt nicht gut. Ja, die Regenbogen-Boulevard-Strecke ist auch kacke, muss man zugeben. Macht Spaß, aber ist kacke. Ich bin ja auf Facebook in der Wii U Forever Gruppe und da wurde letztens eine Umfrage gestartet. Und zwar, was die jeweiligen Teilnehmer in der Gruppe sich so für neue Spiele wünschen, die auf der E3 eventuell vorgestellt werden könnten. Beziehungsweise auch nicht. Also auf jeden Fall die Wünsche nur, was sie sich so demnächst wünschen. Wie ich das jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Auf jeden Fall, was ich so in den Kommentaren sehr oft gelesen habe, war Super Mario Galaxy 3. Das wäre wirklich der absolute Traum von mir auch, denn dieses Spiel, das allererste Spiel auf der Nintendo-Konsole, war Super Mario Galaxy, was ich gespielt habe. Boah, ich kann mich noch erinnern, ich kam damals von der Schule nach Hause. Ich hatte ganz lange für die Wii gespart und für ein Spiel dazu. Damals war ja noch Wii Sports als erstes Spiel dabei. Ja, das habe ich natürlich auch gesuchtet. Damals war es noch geil und heute ist es ja gar nicht mehr so schnieke, sagen wir es so. Und dabei habe ich mir noch Super Mario Galaxy gekauft. Boah. Das war auf jeden Fall eine richtig lange Nacht. Ohne meine Erlaubnis, ohne der Erlaubnis meiner Eltern habe ich natürlich weitergespielt und... Wir! Ich habe keinen Bock. Das ist so eine Kacke! Auf jeden Fall habe ich wie ein Bad Boy einfach nachts weitergespielt, ohne dass ich gemerkt haben. Ah, das war eine lange Nacht. Auf jeden Fall Super Mario Galaxy 3. Nintendo hatte ja schon vor ein paar Jahren bestätigt, dass eigentlich... Wir! Alter! Haben die alle solche Dreier-Red-Shells bekommen, oder wie? Ey, das ist sowas von unfair. Auf jeden Fall hatte Nintendo vor ein paar Jahren bestätigt, dass in nächster Zeit kein weiterer Super Mario Galaxy-Teil kommen soll und dass es von der Story her zu Ende sein soll. Von der Story her ist es eigentlich so eine Sache. Man könnte es eigentlich weiterführen. Also ich sehe kein Problem drin. Also das muss man Nintendo fragen, wie die das meinen. Na gut, ist ja deren Entscheidung. Also ich würde mir auf jeden Fall irgendwann ein Super Mario Galaxy 3 Teil wünschen. Das auf der Wii U mit der schniekigen Grafik. Das wäre der totale Oberhammer. Und boah. Das ist ein Orgasmus. Auf jeden Fall, das war einer der häufigsten Wünsche. Was auch noch häufig sich gewünscht wurde. Gewünscht. Wehe, du triffst mich. Boah, das war knapp. Auf jeden Fall, was sich auch oft gewünscht wurde, war ein Remakes. Nintendo hat ja auch angekündigt, dass in nächster Zeit immer mehr Remakes rauskommen sollen. Also zum Beispiel letztens kam ja für den 3DS Hyrule Warriors raus. Hyrule Warriors, genau. Zelda's Majora's Mask ist ja auch ein Remake von der... Keine Ahnung, Konsole. Aber von welcher Konsole ist das? Muss ich gerade überlegen. Im Übrigen sind wir Erster geworden. Ist ja richtig schnieke. Wie viele Punkte haben wir bekommen, wenn 12 dabei sind? Komm, lad schneller.
Lad schneller. 24. Jo, läuft. Okay, ich habe wirklich keine Ahnung, für welche Konsole Majora's Mask damals rauskam. Auf jeden Fall kam dieses Jahr Majora's Mask für den 3DS raus. Das wissen wir alle. So, und der Remake-Wunsch, der häufigste, der in den Kommentaren erwähnt wurde, war Mario's Sunshine. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber anscheinend soll es wirklich sehr beliebt gewesen. Es ist sehr beliebt gewesen. Boah, keine Ahnung, ich habe das Spiel nie gespielt. Ich habe mich auch nie erkundigt, worum es da genau geht, aber wieso nicht? Nintendo hat ja angekündigt, mehr Remakes sollen ja kommen und dann passt das doch. Ja, ein HD-Remake, das wäre echt hammergeil. Ich habe ja auch letztens irgendwo im Internet so ein HD-Remake von Super Mario 64 gesehen. Aber leider gab es da irgendwelche Probleme mit Nintendo, weil Nintendo das nicht so super toll fand, dass das gemacht hat. Ja, kann ich auch ein bisschen verstehen. Nintendo, vielleicht hatten die das ja sogar in Planung, das mal zu machen. Und dann, wenn er dazwischen fuchtelt, der Fan. Aber ja gut, vielleicht können die ja irgendwann zusammenarbeiten, ne? Wenn man es so sieht, ne? Ja, da muss man Nintendo fragen. Nintendo hat ja sowieso eigene Meinungen, wenn es rund um YouTube geht. Und, rund um Spiele. Oh, das war echt knapp. Okay, damit wäre eigentlich alle Themen besprochen. Wie gesagt, E3, kann ich mich nur überraschen lassen, was für Spiele kommen. Im Übrigen, für den 3DS ist jetzt angekündigt worden Hyrule Warriors. Ja, meine Meinung dazu. Wenn Nintendo das nötige Kleingeld momentan hat, um das Spiel halt für den 3DS rauszubringen, wieso nicht? Aber so super toll war das Spiel ja nicht. Ja, Hyrule Warriors ist ja kein richtiges Zelda-Spiel, das ist eigentlich nur ein Klopp-Spiel sozusagen. Ich habe mir das Spiel zu Weihnachten gewünscht und auch bekommen und ich muss sagen, hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Einmal reicht es, wenn man das durchspielt. Ein zweites Mal, ja, ist nicht so nötig, kann man machen, ist aber nicht so nötig. So, Elfter sind wir jetzt. Vorhin waren wir Elf. Erster. Vorhin waren wir Elfter, genau. So, jetzt müssen wir uns konzentrieren, dass wir noch einiges reißen. Im Übrigen, die letzte Mario Kart 8 Folge. 31 Likes. Die positiven Resonanzen nach dem Hübi-Ausraster waren total schnieke. Ah, da haben sich so viele gefreut. Ich auch, ich bin immer noch zum Schießen. Alter, das ist doch Kacke. Mann. Ey, wenn ich jetzt... Oh Mama, ich bin Rachel. Verarschen wir den Thomas. Ja, huhuhui. Ich bin jetzt 12. Ja, da werde ich eben 12. Genau. Nee, ich habe keinen Bock auf das Spiel. Das ist doch Kacke. Und ich will auf der Gamescom einen guten Platz auf dem Mario Kart 8 Turnier hinlegen. Ja, das kann ja mal gut enden, wenn das so weitergeht. Ich werde auf jeden Fall in den Sommerferien hart dafür trainieren. Natürlich will ich einen guten Platz belegen. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Mario Kart 8 Turnier dauern wird. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass es wieder eins gibt. Letztes Jahr gab es ja auch eins. Ich glaube, der Hauptpreis war eine Wii U mit Mario Kart 8. Ja, wenn ich es gewinnen würde, ich würde zu ticken. Damit ich wieder ein bisschen Kleingeld habe. Wenigstens haben wir jetzt an den Graten den Ausraster die Animal Crossing Strecke bekommen. Das beruhigt mich immer. Die Animal Crossing Strecke ist einfach nur geil. So. Apropos Thema Ausraster, ne? Nach der letzten Folge, jetzt bin ich auch davor. Ja, hättest du mich getroffen, ich wäre zu dir nach Hause gefahren, nach Japan, hätte ich geboxt. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Ich kann sowas nicht ab. Wenn die dann so ein Green Shell hinten am Arsch kleben haben und dann auch noch treffen. Das ist mehr Glück als Verstand. Aber jetzt hat er noch eine Banane, der Dödelkopf. Ja, wehe, ich fahre rüber. Ich sag's dir, ich warne dich schon mal. Ich fahre nach Japan. Ich werde deinen Wohnort rausfinden. Okay, ich hatte eine Warum? Ich verstehe das nicht. Ey, das ist doch... Alter, ich hatte... Naja, du willst, dass ich nach Japan fahre, ne? Er legt's drauf an. Wenigstens habe ich jetzt so ein Dreier-Wedge-Paar bekommen. Boom. Friss das. Ah, Tinte, geht doch weg. Ich sehe nicht viel. Boah. Ich dachte, da wäre eine Banane oder sowas. Wir sind Erster. Item bekommen. Green Shell oder eine Banane. Perfekt. Und jetzt müssen wir den ersten Platz verteidigen, wenn das läuft. Ja, genau. Jetzt, als wenn jetzt der erste Platzbombe kommt. Das ist unfair. Das ist unfair. Unverdient. Unverdient. Das ist unverdient. Ja, komm.
wetten wir, ich werde jetzt noch Sechster. Dritter, ja, das fängt schon mal gut an. Komm, 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 komm. Ich weiß doch, dass ihr mich überholen wollt. Ja, genau. Okay, okay, okay. Aber wenigstens noch Dritter geworden. Okay, das war's dann mit der heutigen Mario Kart 8 Folge. Also, wenn ihr ein Gesprächsthema habt, schreibt irgendein Thema unten in die Kommentare rein. Wir werden ein bisschen drüber talken. Bis zum nächsten Mal, sagt der Herbster Thomas. Bye, bye.